Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir die Quest hier hinten in Gerudo-Stadt beendet mit den Gerudo-Ruinen, haben das Gerudo-Heiligtum entdeckt und haben ein bisschen Geschichte erfahren. Und zwar war der achte Krieger oder achte Kriegerin eigentlich ein achter Krieger, ein hylianischer Woi, der das Monster, von dem sie hier angegriffen wurden, vor etlichen Jahren bezwungen hat. Allerdings, weil die Gerudo dieses Gesetz haben, dass Männer die Stadt halt nicht betreten dürfen, ist das Band zwischen den sieben Kriegerinnen und dem achten zerbrochen. Und ist halt Juliane und Gerudorinnen, also die acht Krieger da, haben sich untereinander dann nicht mehr so, also ist halt das Band zerbrochen. Der Mann durfte nicht in die Stadt rein, aber die Gerudo waren ihnen halt übelst dankbar. Und ich glaube, deswegen ist hier auch in BOTW waren hier sieben Kriegerinnen-Statuen. Und die achte ist ja da hinten. Das heißt, deswegen wird wahrscheinlich auch hier nur sieben und die achte dort hinten stehen, weil es sich um einen hylianischen Woi handelt, eigentlich. Das macht natürlich mehr Sinn, dass jetzt auf einmal weg ist. So, aber wir haben ja letzte Folge aufgehört bei diesem Schrei, bei diesem Krog, wo wir nicht rausfinden haben, wie das funktioniert. Ich habe jetzt mal nachgucken müssen, weil ich echt keine Ahnung hatte. So ähnlich funktioniert es allerdings. Wie soll es drauf kommen? Musst du so anscheinend bauen. Muss anscheinend so zubauen. Ja, anscheinend musst du so bauen. Okay. Dann schauen wir, dass wir heute weiter sammeln. So, auf jeden Fall mal hier. Den Krog lassen wir mal, weil das ist der Wanderkrog. Dann muss ich dann nach unten. Das machen wir dann wann anders. Wir sammeln erstmal die Krogs hier hinten weiter. Das heißt, den lassen wir auch noch kurz Krog sein. Und holen beim Zurückgehen mit. So. Türkis, rot, blau, gelb, grün. Türki also erst Türkis. Erst zu Türkis gehen. Und dann den Rest sammeln. Naja. Aber da wir letzte Folge ein bisschen lore-technisch was gekriegt haben, mit den, dass der achte Krieger eigentlich ein Woi war, also ein männlicher Hylianer, der richtigen Heldenmut bewiesen hat, heißt es dann, dass wir bei den 13, habe ich auch letzte Folge schon mal die These aufgestellt, dass wir wahrscheinlich bei den 13 Sachen, die wir im Himmel finden, den ganzen Schriften und Althylianisch, bedeutet wahrscheinlich auch da, dass wir da ein bisschen lore-technisch was kriegen. Und meine Vermutung ist halt jetzt, dass wir eventuell etwas über einen alten Helden gesagt bekommen. Denn von dem habe ich schon öfter was gehört. Also zumindest nicht hier im Game. Bestimmt wurde hier und da schon mal erwähnt. Das habe ich aber meistens schon vergessen. Allerdings, wenn man auf YouTube Shorts rumschaut, manche Thumbnails sind auch so bestimmt, und Titel sind auch so bestimmt, dass es anscheinend hier lore-technisch einen weiteren Helden geben soll, der vor 10.000 Jahren oder so unterwegs war. Und von dem wir noch nichts wissen. So, jetzt haben wir endlich mal einen Frostflügler fangen können. Jetzt gehen wir zu Rot. Jetzt müssen wir nur nach oben. So. Darüber. Und hier lang. Und weitergehen. Genau. Ah. Ja. Passt. Wir kommen hoch. Wir kommen hoch. Und schauen wir mal, dass wir heute relativ viele Crocs mitnehmen. Und dass wir vielleicht erreichen wir heute ja schon das, den Geoglyphen von dem Gebiet, was ich nicht denke, aber kann ja sein. Aber naja, das werden wir ja dann sehen. Gucken wir mal auf die Fläche, ob hier irgendwas ist. Weil bestimmt überspringe ich hier tausend Sachen, wenn ich unten rumkletter. Aber nee, ich sehe nichts. Da ist nur wieder irgendwas Geschenktes aus. Ich sehe was.
Wir haben schon mal einen Glassy Rock fotografiert. Wusste ich gar nicht. So. Dürfte ich mal wissen, warum ich gerade angegriffen wurde, obwohl ich dich runtergekühlt habe, mein Freund. So, danke fürs Runter. Kühlen. So. Einfach die Drehattacke. Und jetzt weitere Breitschwerter benutzen. So. Okay, what the fuck, ey. Du bist doch gerade nochmal runtergegangen. So. Und einmal runter. So. So. Down. Dann haben wir den Glassy Rock bezwungen. Daraus könnte man eigentlich eine richtig geile Eiswaffe machen. Habe ich irgendwas, wo ich das draufklatschen könnte? Ja, nehmen wir das Zishin Kurzschwert. Da macht es nichts aus, wenn ich das mit einer Eis- und einem Eisding drauf mache. Geht sogar noch 33 Schaden hoch. Das ist nicht schlecht. Das ist tatsächlich nicht schlecht. So, nehmen wir die Silberklinge hier. Was war es? Rot, genau. Dann haben wir einen Glassy Rock jetzt besiegt. Und sammeln weiter die Crocs. Ja, allerdings könnte es sein, dass ich wieder von unten nach oben springen muss, oder? Safe, oder? Ja, aber doch klar. Komme ich so hoch? Moin, hier sehe ich jetzt zum ersten Mal, dass der Deckensprung so hoch geht. Alles klar. So. Dann einfach weitermachen. So. Und er ist down. Was bist du denn ein... Ja, du warst ein Eisexalfos. Moin. Hab ich dich einfach so besiegen können? So ganz schnell auf... Upsi-Basis. Was haben wir hier jetzt? So. Muss ich jetzt nicht einfach runterdüsen? Okay. Hier runter wollte ich zwar noch nicht, aber passt. Dann gehen wir einfach runter. Und wieder hoch. So, wo bin ich denn? Ja, hier runter wollte ich noch nicht. Weil wir erst oben sammeln wollen. Dazu haben wir hier aber noch Eisfederbeißer. Komm zu mir runter, hä? Ja? So, einfach weitergehen, Link. Einfach weiter. Zu gelb und grün. Und danach zu pink. Und dann können wir wieder umdrehen. Warum lerne ich eigentlich nie draus aus meinen ganzen Versprechungen? Weil ich andauernd immer wieder... Mir fällt immer wieder auf. Ja. Mit Spurmedizin würde das schneller gehen, aber ich depp, ich sammle einfach keine Sachen ein. Weil es auch einfach gerade arbeitstechnisch nicht funktioniert, dass ich da off-cam mich kurz hinsetze und sammeln gehe. Das funktioniert gerade im Moment nicht. Deswegen laufen wir eigentlich auch ohne Spurmedizin rum. Was für mich eigentlich kein Problem ist, weil dadurch sehen wir die Welt ein bisschen genauer und können ein bisschen mehr Zeit in Gebieten verbringen, als wenn wir jetzt Spurmedizin drin hätten. Ich meine, wir haben die volle Ausdauer, also ist das auch in Ordnung. So, irgendwo hier ist jetzt der nächste Krog. Da. Ja. So. Gut. Dann zu grün jetzt war's, ja. Und schon wieder besiegt. Kumpel, geh ja nicht mal langsam zu dir. Ich bin sogar gerade gerannt.
Aber ich habe ihn trotzdem mit einem Überraschungsangriff down gekriegt. Naja. Naja. Hier müssen wir also auch wieder bauen, hä? Also mal gucken, hebt es von alleine von der Breite aus? Ne, hält es natürlich wieder nicht. War vielleicht von so, ne? Einfach mal kurz verbinden zum Mitnehmen, ist einfacher. So. So. Ey. Und hier hinter. So vielleicht. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Weiter geht's. Aber wir müssen immer noch hier gucken, wie wir das jetzt bauen. Wahrscheinlich wieder wie davor, oder? So, das heißt die. Kümmert euch um die Dinger bitte. Alter, warum, ey? Ah, hier, Flederbeißer Flügel und Flederbeißer Auge. So. Warum kriegt ihr das nicht gebacken, gerade zu sein, hä? Jetzt, ja. Vielleicht wieder so. Vielleicht wieder so. Ja, war wieder so geplant. Okay. Dann haben wir den Krok jetzt auch. Einfach dahinter. Was sehe ich da leuchten? Sehe ich von hier tatsächlich die Feenquelle? Moinsen. Ich sehe tatsächlich die Feenquelle. Und jetzt außerhalb von Gerudo Pist natürlich. Wer kennt's nicht? Da hinten ist das vergessene Plateau mit seinem Schneegebiet. So, hier unten. Hier drauf, auf dem Stein. So, da ist er. Und wieder zurück. Und wieder zurück. So. Und ja, wieder zurückgehen, würde ich sagen. Hier lang. Hier, dann nehmen wir die hier mit. Die hier. Die hier. Dann hier hin. Mal schauen, wie schnell wir wieder da hochkommen. Wir sind jetzt tatsächlich von ganz oben runtergesprungen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder einige Zeit brauchen, bis wir überhaupt oben auf dem Berg sind. Aber was willst du machen? Was willst du machen? So. Lass mich in Ruhe, bitte. Da, Bockblen. Ich möchte einfach nur noch Krok sammeln gehen jetzt im Moment. Und das ohne Unterbrechung, bitte. So. Schmeißt halt echt einen Stein auf mich. So. Einfach nach oben gehen. Einfach weitermachen. So. Und hoch. Einfach weitermachen. Wir sind fast ganz oben. Wir müssen sowieso in die Richtung, also klettern wir gleich hier hoch. So, und ich frage mich tatsächlich, warum das jetzt auf einmal so rot erscheint, dieses Gestein. Belichtung funktioniert hier irgendwie noch nicht so ganz, oder? Es soll bestimmt nicht so rot ausschauen.
Oder soll es der vereiste Stein darstellen, der durch das Licht so komisch reflektiert rot erscheint? Warum, Link? Warum, Link? Hat scheinbar funktioniert. Okay. Warum er hier jetzt einfach abgerutscht ist, frage ich mich nicht. Frag mich nicht. Aber egal. Egal. So. Und hoch. Wir sind oben. Jetzt sind wir wieder bei dem Krog. Dann rot müssen wir dahinter. Schauen wir einfach nach, wo wir hin müssen und was wir jetzt tun müssen. Auf jeden Fall ist ein Wanderkrog dabei, das weiß ich. Unter denen, den ich gerade markiert habe. Vielleicht sind mehrere dabei. Bei jedem einzelnen habe ich nicht im Kopf. So. Da ist Fiota. Glaube ich zumindest. Barodra, nicht Fiodra. Barodra. Und da unten ist die Erinnerung. Da sind wir doch relativ nah dran. Naja, beim Blauen sind wir bestimmt bei der Erinnerung. Naja, was haben wir da unten? Jemanden, der rumwandert. So. Einfach einlassen. Fertig. So. Zu dunkelblau, gelb, grün und wieder zu türkis dann. Ah, Link, warum kletterst du eigentlich nur in deinem Klettergewand so gut? Okay, war das knapp mal wieder. So, jetzt können wir hinterlaufen. Schauen, dass wir die Quarkswörter sammeln. Ich schätze, dass der hier wahrscheinlich auf dem Wandbild ist. Das heißt, die Erinnerung werden wir wahrscheinlich diese Folge tatsächlich kriegen. Wenn ich mich nicht blöd anstelle. Aber naja. Aber dann sind wir eigentlich, wenn wir dann da hinten sind, so gut wie mit der Hälfte vom Gebiet durchkrockt mäßig. Wir haben keine Schreien bis jetzt auf dieser Seite. Nicht merkwürdig. Aber bis jetzt ging auch der Schreinsensor nicht los, also kann ich nicht viel machen. So, dann machen wir jetzt mal das ganz Einfachste. Wir gehen auf Bergste. Nehmen das Ding hier und klatschen es an eine Waffe ran. Und warten einfach, bis es schmilzt. Ach, stimmt. Stimmt, bei den Gerudo-Schwertern wieder die Kraft verdoppelt von dem Material. Das heißt, ich müsste eigentlich Seberhörner von Leunen sammeln, von Sebernen. Und die dann immer drauf klatschen, hätten wir ein Arsenal an richtig kranken Waffen. Na, also jetzt gehen wir zu Gelb. Da unten ist der Giga-Stützpunkt, glaube ich, in der Richtung. So, da ist. Ah, da ist ein Korken. So. Ich hoffe, die drei Dinger langen als Gewicht. Oder? So, hat er gelangt. So. Tschüss, mein Freund. Das heißt, dich habe ich falsch gesetzt. Egal. Da hinten ist ein Wanderkrog, dich habe ich schon gesehen. Aber wie komme ich da am besten runter? Ich sehe schon. Ich sehe schon. Du bist dein Freund. Da runter. Das heißt, ich baue
was zusammen. So, wir müssen halt nur stehen bleiben mit unserem Gefährt. Ja. Schlitten fahren, würde ich sagen. So. Gut. Einmal dort feststellen. Und dran klatschen. Umdrehen. Draufstellen und Gas geben in die Richtung. Holy shit. Holy shit, wir sind sehr schnell unterwegs. Ob wir auch wieder hochkommen? Moin. Ich glaube, wir kommen nicht hoch so schnell. Vor allem nicht mit dem Gerät hier. Ich kann es versuchen, aber ich denke nicht, dass ich hochkomme. So. Dann hole ich dich den Krog hier einmal ab und fertig. Safe nicht, dass wir nach oben kommen. Ist offen. Als ob. Ne, war ja klar. Viel zu steil. Da muss ich hochsprinten schnell. Es war ja klar, dass ich nicht nach oben komme, Alter. Aber hätte ich mir die Reifen geholt, dann bestimmt wäre ich nach oben gekommen. Was wäre ich mit den Reifen runter? Denke ich zumindest. Da bin ich mir selbst nicht sicher. Und wenn ich mich jetzt gerade nicht verzählt habe, fehlen uns noch 8 Herzen. Das heißt 36 Schreine. Moment. 8 mal 2 sind 16, also 32. Und ein Segenslicht haben wir, also noch 31 Schreine. Hm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich bin mir natürlich nicht sicher, ob das jetzt stimmt mit der Anzahl von Schreinen, die jetzt noch fehlt. Aber wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es tatsächlich nur noch 31. Fast durch mit den Schreinen. Wir sind auch fast durch mit den Crocs. Da fehlen nur noch 150, glaube ich, ungefähr. In Hebra sind ein Haufen, da muss ich privat noch die ganzen Wellen nachgucken und holen. Ich muss im Himmel noch ein paar Bosse besiegen. Weil ich werde nicht jeden On-Cam besiegen da oben. Und ja, Crocs werde ich nachholen müssen im Himmel. Wir haben nur noch 3 Gebiete, wo wir in den Himmel gehen werden. Über Hebra. Das neue Gebiet, was wir noch nicht freigeschaltet haben bei Hebra. Und hier. Den Rest werde ich privat alles nachholen. Das heißt, die ganzen Bosse dort oben werde ich auch privat klatschen, weil das ist ja immer wieder das Gleiche. Bei einem ist halt ein Konstrukt dort. Also. Okay, jetzt haben wir hier tatsächlich einen Schrein. Aber ich lasse mir erstmal Schrein sein. Wir holen jetzt mal die 2 Crocs dort. Weil ich glaube, du bist der. Dich kann ich vielleicht noch nicht betreten. Den Schrein, weil der eventuell. Das ist, glaube ich, die Schreinquest, ja. Da kann ich noch nicht rein. Der ist im Mieger-Gebiet, da komme ich noch nicht hin, glaube ich. Da darf ich, glaube ich, noch nicht hin. So. Das wollte ich nicht. Danke fürs Runterschubsen, Alter. Egal. Also, weil ich weiß, diese ganzen Bananenschalen, die wir schon beim Erkunden gefunden haben, sind dafür wichtig, um einen Schrein freizuschalten. Und ich glaube, das ist der da unten. Oder um Zugang zu diesem Schrein zu erhalten. Bei Safe werde ich dann von Gegnern angegriffen, wenn ich da reinkomme. Es sei denn natürlich, wenn ich das ganze Jägergewand habe, kann ich dahin. Aber erst wahrscheinlich dann. Das heißt, erst wenn wir Hebra haben. Das dauert noch. So, jetzt müssen wir hier hoch.
Dann, glaube ich, haben wir da hinten schon den vorletzten Geoglyphen. Das heißt, wir sind nicht schlecht dran. So. Ach du Kalkett, das wird jetzt wieder mal knapp. Hier habe ich irgendwas, was... Vielleicht nicht. Oh, Link, du geile Sau, du hast es geschafft. Du hast es geschafft, hier hochzukommen. Danke. So, und jetzt holen wir uns den Krog und wahrscheinlich die Erinnerung da hinten. Aber dass wir sie jetzt schon kriegen, ist schon krank, ne? Ja, die ist hier. Das heißt, du bist die Erinnerung. Dann holen wir sie uns. Im Namen aller Gerudo bitte ich eure Hoheit, untertänigst und ergeben, um Verzeihung für das Ausschlagen der wiederholten Einladungen. Wir bitten darum, unter den Schirm des Königshauses zurückkehren zu dürfen, wenn ihr uns diese Gnade gewährt. Deine Demut ehrt dich, Ganondorf. Dein treuer Schwur an Hyrule sei hiermit anerkannt. Man sagt, nur alle 100 Jahre werde ein Gerudo männlichen Geschlechts geboren. Du warst dieser Auserwählte. Und von nun an wirst du unserem Reiche dienen. Hyrule kann sich glücklich schätzen. Hoheit, ihr schmeichelt mir. Euer Volk, die Sonau, kam einst von den Himmeln zu uns herabgestiegen. Man sagt, sie sollen die Gottheiten gewirkt haben. Und ihr, als einer ihrer Abkömmlinge, nahmt eine irdische Hylianerin zur Frau. So konntet ihr eure Herrschaft über die Grenzen eures Volkes hinaus ausdehnen. Respektabel. Dass nun trotz alledem vom edlen Volke der Sonau nur noch ihr und eure verehrte Schwester übrig seid, dieser Umstand ist zutiefst bedauernswert. Der Frieden unserer Herrschaft wird heute und ewiglich bestehen. Meine begrenzten Tage wird er bei weitem überdauern. Wohlan, Ganondorf. Ich hege hohe Erwartungen an dich. Du darfst gehen. Sehr wohl. König Rauru, ich spüre unheilvolle Absichten, tief im Herzen jenes Mannes. Und auch sein Name beunruhigt mich. Seine Bosheit ist mir nicht verborgen geblieben. Und genau aus diesem Grund habe ich ihm meine Hand gereicht und kann ihn besser im Auge behalten. Bitte sorge dich nicht, ja? Gut. Und da haben wir es. Tatsächlich hat hier das dazu geführt.
Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall noch zwei Erinnerungen. Drei Cutscenes, die wir noch freischalten können. Allerdings nur noch eine Geoglyphe. Aber wenn es so wie in BFCW ist, dann wird bestimmt nach der 12. oder 13. Geoglyphe nochmal ein Ort auftauchen, wo wir nochmal eine Erinnerung kriegen oder so. Aber naja. Ich schätze, die hier wird wir freischalten, nachdem wir alle gesammelt haben. Weil das hier, wenn ich mich nicht täusche, hier hat ja Zelda mitgeteilt, dass sie sich eventuell in einen Drachen verwandeln will, um das Master Sword zu heilen. Und hier werden wir wahrscheinlich diese Cutscene sehen. Das ist aber nur eine Vermutung. Aber dann frage ich mich, was hier noch dazwischen kommt. Der Schwur der Weisen und Sonjas Tod. Wir haben nur noch eine Geoglyphe. Das ist ja auch nur noch da. Aber hier hat man tatsächlich... Was Rauru hier gemacht hat, ist schlau, aber auch dumm zugleich gewesen. Weil ich meine, klar, er hat gemerkt, dass er böse ist, Ganondorf. Und hat ihn deswegen unter sein Volk, unter seine Sittiche genommen. Aber er hat wahrscheinlich unterschätzt, wie grausam Ganondorf ist. Und dass Zelda der Name Ganondorf sie aus der Fassung bringt, ist ja klar. Denn... Er hatte einen ähnlichen Namen wie die Verheerung Ganon. Aber wie es immer wieder dazu kommt, dass der Name Ganondorf ist, wenn immer ein männlicher Gerudo geboren wird, darauf komme ich immer noch nicht. Das ist auch ein Rätsel an sich, würde ich sagen. So, damit haben wir jetzt, glaube ich, fast alle, oder? Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt mit den ganzen Kindesdrachen. Nur noch eine zu finden, gell? Ja. Und die ist in dem letzten Gebiet, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Naja, dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao, euer Gladius.